Mac. Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich habe geschenkt bekommen, unter anderem diese Tasche. So, und jetzt habe ich mir gedacht, aha, damit könnte ich doch was anfangen und aktualisiere mal den klassischen Inhalt meines Rucksacks. Und zwar lag da bisher eigentlich im Wesentlichen all möglicher Kleinkram, der sich jetzt zum Teil hier drin befindet, unten einfach lose drin. Das ist natürlich unpraktisch, weil das klappert in der Gegend rum, das wird schnell dreckig, weil mein Rucksack nicht besonders sauber ist, vorsichtig ausgedrückt. Und ja, es ist halt einfach nicht so praktisch. Man findet es auch nicht so schnell und wenn man noch irgendwas anderes drüber schmeißt, muss man ewig kruscheln, bis man drankommt. Grundsätzlich stört mich das eigentlich gar nicht so sehr. Ich kruschel gerne in meinem Rucksack rum und ich werde den Kruschelfaktor auch nicht so ganz abstellen. Aber so ein bisschen mehr Ordnung, gerade was die Kleinteile angeht, das halte ich dann doch für eine ganz gute Idee und einfach ein bisschen strukturierterer Standard-Rucksackinhalt. Also selbst wenn ich mir das Ding schnappe, um mal kurz einkaufen zu gehen, ist dann immer noch der Standardinhalt unten drin liegend und da werden dann halt die Einkäufe entsprechend draufgeworfen. So, und jetzt habe ich eben, wie gesagt, diese Tasche hier geschenkt bekommen. Wer das Dankeschön-Video dazu schon gesehen hat, der kennt die Tasche schon. Das ist auf jeden Fall eine Nexpedition-Tasche, die gerne mal, das weiß ich, weil ich viele Videos gesehen habe, in denen diese Tasche bestückt wird, als EDC-Tasche hergenommen wird. Es ist zwar ein Geschenk und ich freue mich da wirklich drüber, trotzdem möchte ich eine negative Sache bei dem Ding ansprechen. Leider hat sie keine Gürtelschlaufe. Ich verstehe nicht, warum dieses Ding keine Gürtelschlaufe hat. Da hätte man ja problemlos noch eine Gürtelschlaufe dran machen können. Jetzt kann man selbstverständlich hier auch einen Gürtel durchmachen oder da einen Karabiner durchmachen und sich das dann schon auch irgendwie an den Klamotten, an der Hose befestigen. Aber warum hat die keine Gürteltasche? Das verstehe ich nicht. Gut, jetzt hat man noch theoretisch die Möglichkeit, hier selbstverständlich noch irgendwas reinzustopfen. Zum Beispiel eine Ben-Visitenkarte, jetzt hier nur mit der Rückseite. Das ist sicherlich eine gute Idee, dort Ben-Visitenkarten aufzubewahren. Vielleicht mache ich das sogar wirklich, muss ich mir noch überlegen. Wie dem auch sei, das wäre jetzt nur eine so eine Idee. Und jetzt kann man halt eben hier wunderbar verschiedene kleinere Werkzeuge drin aufbewahren. Und das hat also sein eigenes Plätzchen und es gibt verschiedene Schläufchen, wo man denen dann das befestigen kann und so weiter und so fort. Sehen wir gleich. So, das ist die eine Sache, die ab sofort standardmäßig in meinem Rucksack drin liegt. Bisher lag standardmäßig auch sowas hier drin. Das ist im Prinzip diese Notenergieriegel. Ist ja jetzt wurscht, ob das jetzt Energy 5, BP5 oder sonst was ist. Jedenfalls sowas in der Art. Das hier sind die Survival Food Ration Dinger von MSI. Und was ich bei denen halt schön finde, die sind relativ kompakt. Das sind nur zwei Stück, einzeln verschweißt. So gut verschweißen kann ich das auch nicht selber mit meinem kleinen Vakuumiergerätchen. Und das hatte ich jetzt bisher in meinem Rucksack liegen, für den Fall, dass ich mal Hunger kriege. Oder jemand, den ich dabei habe, wahnsinnig Hunger kriegt. Seit ich das dabei habe, war das nicht mehr der Fall. Davor dauernd, das ist ja immer. Hat man es dabei, braucht man es nie. Hat man es nicht dabei, dann braucht man es sofort. Auch liegt im Rucksack immer unten drin. Und das wird tatsächlich mal benötigt, solche Trinkwasserkonserven-Dinger. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, nimm doch einfach eine kleine Flasche Wasser ständig mit. Ja, aber dann vergesse ich das Wasser da drin auszutauschen und irgendwann wird das dann auch ein bisschen, na, vorsichtig ausgedrückt, unangenehm. Klar, man könnte eine geschlossene Flasche Mineralwasser mitnehmen. Ja, aber das ist dann auch wieder so viel und das wiegt gleich so viel. Und zwei so Beutelchen habe ich standardmäßig drin, 100 Milliliter pro Beutel. Damit kommt man nicht weit, aber wenn man wirklich so richtig Durst hat, dann sind 100 Milliliter schon eine ziemliche Erfrischung. Da man zwei von diesen Beuteln hat, hat man 200 Milliliter und damit kommt man dann schon noch relativ ein Stückchen weiter. Also bis zur nächsten Wasserquelle habe ich es damit jetzt eigentlich immer geschafft. Und die sind halt wirklich super kompakt. Die kann man wirklich prima unten auf dem Rucksackboden liegen und dann vergisst man, dass man sie dabei hat. Und das fällt einem dann erst wieder ein, wenn man unglaublich durstig ist. Und deshalb werden die auch weiter drin bleiben im Rucksack. Ne? Es wird also schon ein ziemliches Häufchen Zeug. Jetzt habe ich schon vor einiger Zeit geschenkt bekommen, dieses Säckchen. Und in diesem Säckchen, das muss ich jetzt nochmal zeigen, für diejenigen, die es noch nicht wissen oder nicht mehr wissen. Im Säckchen befindet sich dieser S-Bit-Kocher hier. Das ist jetzt noch ein ganz neuer. Ich habe das Set schon mal ausprobiert mit einem älteren S-Bit-Kocher, weil ich den neuen nicht dreckig machen wollte, weil er noch so schön jungfräulich aussieht. Und normalerweise hat man ja dann hier diese S-Bit-Dinger drin. Die können auch so aussehen und normalerweise befindet sich da drin dann schlicht und ergreifend einfach S-Bit. Ne? Einfach so in der Packung, ohne dass die noch großartig einzeln verpackt sind.
Hier ist aber drin ein Set, um aus diesem normalen S-Bit-Kocher einen Advanced S-Bit-Kocher zu machen, indem man hier nämlich den Windschutz einlegt, ne? Dann die Topfauflagen auflegt und dann hat man hier noch zwei Päckchen Streichhölzer, in dem einmal das S-Bit drin ist, was hier prima reinpasst, und einmal tatsächlich Streichhölzer drin sind, ne? Ob man jetzt die zusätzliche Dose mit Streichhölzern braucht oder nicht, ist wurscht. Man könnte theoretisch auch da auch noch S-Bit-Würfel reinmachen. Vielleicht mache ich das auch irgendwann, weil was zum Anzünden habe ich eigentlich hier drin. Und auch sonst eigentlich immer am Mann. Deswegen werde ich das sicherlich nochmal irgendwann austauschen. Aber die Grundidee ist natürlich auf diesem Wege ganz, 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 ganz toll. Und auch nochmal danke übrigens an dieser Stelle für dieses Ding. Also das kommt dann auch noch in den Rucksack. Ich stelle es jetzt mal hier vorne hin. Dann muss ich es nicht jetzt unbedingt gleich zusammenbauen. So, und dann habe ich mir überlegt, was mir gerne mal fehlt, wenn ich einfach spontan im Wald bin, ist ein Tässchen. Und da habe ich jetzt dieses neue Testlein hier geschenkt bekommen. Und was mir dann halt eben noch fehlt, wenn ich ein Tässchen dabei habe, ist auch was, was ich mit dem Tässchen machen kann. So, und jetzt ist das Schöne, das habt ihr auch schon gesehen, wenn ihr das Danke-Video schon geguckt habt, dass diese Tasse mit diesem Deckel absolut bombensicher verschließt, und zwar so bombensicher, dass ich mit dem bescheidenen Maß an Kraft, das ich aufbringen kann, den Deckel überhaupt nicht runterbekomme. Und wenn ich jetzt das Ding hier aufmachen möchte, dann brauche ich tatsächlich irgendein Messer, muss mir eine entsprechende Stelle suchen am Rand, an der ich mit dem Messer da runterkomme. Ja, es ging dann ganz schnell mit dem Dosenöffnermesser. Also tatsächlich ist ein Flaschenöffner zum Beispiel dabei zu haben, eine gute Möglichkeit, den Deckel hier aufzukriegen. Also ich merke mir für die Zukunft, so fest muss man ihn jetzt auch wieder nicht draufdrücken, dass man das Ding dann wirklich nur noch mit massivster Gewaltanwendung runterbekommt. So, und was habe ich jetzt hier drin? Weil das ist nämlich das Schöne, durch den Deckel, der fest sitzt, kann man jetzt auch mal die Tasse befüllt transportieren, nicht einfach nur leer, einfach nur als Tasse. Das sind, eins nehme ich mal raus, zwei Porridge-Beutelchen. Das ist schon komplett mit Milchpulver, ich esse das auch sehr gerne. Und ein Tütchen Schwarzteeextrakt, weil dann kann ich mir entscheiden, ob ich jetzt einen Tee haben möchte oder lieber eine große Portion Porridge oder nur eine Portion Porridge. Beide zusammen passen eh nicht in die Tasse, dann müsste man sich zwei hintereinander machen. Aber jedenfalls hätte ich dann wirklich was Nahrhaftes, was sehr sattmachendes, und das liegt jetzt natürlich am Boden, an Essen. Immer dabei, immer im Rucksack, und deswegen würde ich, glaube ich, jetzt in Zukunft das hier weglassen. Ich habe es jetzt bisher nur dahingelegt, damit man einfach weiß, es ist vorhanden. Das Wasserdingens, das behalte ich, weil damit kann man sich zur Not ja auch noch ein Porridge anrühren. Dann ist zwar ein bisschen wenig Wasser im Porridge, aber ja, geht vielleicht eben auch noch so gerade. So, und diese Dinger hier, das sind so kleine Zuckerpäckchen, die ich mir selbst gebastelt habe. Kann man selbstverständlich auch ein kleines Säckchen mit Zucker mitnehmen oder noch ein kleines Döschen mit Zucker mitnehmen. Aber ich habe jetzt halt nun mal diese Zuckersticks schon da, und deswegen nehme ich jetzt in diesem Fall die mit. Sicher, ein kleines Säckchen wäre mindestens genauso effektiv, vielleicht sogar effektiver. Aber darum geht es ja auch nicht. Es passt alles rein in die Tasse. Noch mehr will ich da auch nicht reinstopfen als das, was jetzt drin ist. Und so ist das System klapperfrei, wackelfrei und stört nicht. Wie gesagt, wenn es unten im Rucksack drin liegt. So, na, gehst du tiefer rein, sonst geht auch der Deckel nicht mehr drauf. Zack, und jetzt müsste, ja, war noch nicht zu fest. So müsste dann notfalls sogar wieder abgehen. Okay, das also die kleineren Dinge. Kommen wir zu diesem Ding. Da ist jetzt drin, und das ist prall gefüllt, das geht gerade noch so zu. Allerdings muss man schon sagen, es ist bemerkenswert, wie viel man da reinkriegt und das immer noch zubekommt. Da ist jedenfalls jetzt drin mit einem fast ganz umgehenden Reißverschluss dieses Zeug hier. So, und darum handelt es sich jetzt erstmal um ein dickes Bündel Paracord, weil ich habe halt einfach gern Paracord dabei. Ja, ich habe auch welches am Hut, aber das ist für Notfälle. Das hier ist zum wirklich auch mal verwendet werden, wenn man gerade mal irgendwas mit Paracord befestigen möchte. Da fällt mir dann oft was ein. Da das ein bisschen wenig Schnur ist, habe ich hier noch eine Maurerschnur drin, relativ lange, weiß nicht, wie viele Meter das sind, ich glaube 3. Mein Zunderdöschen, da ist jetzt erstens ein bisschen Birkenrinde drin, und das kann man schlecht sehen.
Hier vielleicht. Das sind auch so Superzundi, das sind so komprimierte Baumwolle. Im Prinzip ein Tampon in teuer. Von den Sondereigenschaften her, die brennen sehr lang, sehr gut und damit kriegt ihr Deppen Feuer an. Natürlich könnte man da jetzt auch noch ein paar Hespit-Würfelchen reinschmeißen, würde genauso gut funktionieren. Aber ich habe die Teile, also benutze ich die jetzt auch. Da gibt es viele Alternativen. Oder einfach nur Vaseline-Watte, die kostet noch weniger als Hespit-Würfel und wäre wirklich die günstigste Alternative und würde auch super funktionieren. Die Dose prall voll mit Vaseline-Watte wäre eine super Idee, ne? Aber ich habe die Dinger, wie gesagt, dann benutze ich sie auch. Gut, möchte ich jetzt eine zusätzliche Flasche Wasser transportieren? Dann finde ich das wirklich praktisch. Ich persönlich, kann sein, dass es Leute gibt, die das nervt, so einen Flaschenhalter hier dabei zu haben, den man, dazu machen wir mal kurz diesen hier und stellen hier eine Flasche hin. Mist, kann man immer noch nicht sehen. Das soll keine Werbung für den Hersteller des entsprechenden Getränkes sein. Und die kann man hier dran klippen und kann sich dann eine beliebig große Flasche, stinknormale PET-Flasche, so relativ gut irgendwo an den Rucksack oder an die Klamotten oder sonst wo klippen. Und das persönlich finde ich sehr praktisch und mich stört das auch gar nicht so sehr beim Laufen. Oder wenn es hinten am Rucksack hängt, da gibt es echt Schlimmeres. Aber muss jeder selber wissen, wie sehr einen das jetzt persönlich nervt. Okay, was haben wir jetzt hier noch so drin? Das hier, das ist ein Streichholzdöschen. Ich habe hier jetzt Feuerstiel, Feuerzeug, Streichhölzer. Das ganze Programm. Einfach weil ich schon oft festgestellt habe, hat man nur eine Sache zum Feuermachen dabei, dann ist gerade irgendwas. Hat man nur einen Feuerstiel, ist man zu faul zum Fundersuchen oder filmt ums Verrecken keinen. Oder er ist gerade einfach nur nass. Und es würde ewig dauern, was zu finden, was man jetzt endlich anzünden kann. Schon häufiger mal passiert. Teilweise klappt es auch wunderbar, aber gut. Dann hat man nur Streichhölzer dabei. Dann geht aber so ein Wind, dass man mit den Streichhölzern ums Verrecken nichts angezündet bekommt. Und man braucht 10 Stück, bis man endlich mal was am Brennen hat. Und kann auch mal blöd sein. Prinzipiell mag ich aber Streichhölzer. Ich gebe zu, dass Streichhölzer von den Möglichkeiten, Feuer zu machen, wahrscheinlich das am wenigsten effizienteste ist. Außer man hat jetzt so super Ultra-Streichhölzer, die quasi sofort alles in Brand setzen. Weil so eine halbe Magnesium-Fackel quasi darstellen. Das gibt es ja auch noch. Das ist ein anderes Thema, aber so normale Streichhölzer, und das sind ganz normale, außer dass sie überall Zünder sind, weshalb ich mir die Reibefläche sparen kann. Die kann man hier unten an der rauen Stelle der Dose prima anreißen. Davon mal abgesehen, sind ganz normale, und ja, die sind, ne? Man kann also viel über Streichhölzer nörgeln. Ich mag sie aber. Das hier ist auch nicht das ultimative Survival-Kit, sondern einfach nur das, was praktischerweise unten in meinem Rucksack rumliegt, was man dann mal brauchen kann. Diese beiden Röhrchen sind Zitronentee. Die gehören natürlich im Prinzip noch zur Tasse, haben aber nicht mehr reingepasst und hier war noch Platz. Wenn ich keine Lust auf Schwarztee habe, kann ich mir hiermit auch, das ist gerade so für eine solche Tasse, ist ein so ein Röhrchen eine ganz gute Menge. Man muss die Tasse dann nicht ganz voll machen. Nimmt man beide, hat man einen schönen überdosierten Krümeltee, also Zitronentee, Granulat mit jede Menge Traubenzucker, ist das dann genauer ausgedrückt. Hier habe ich mir noch so zwei dünne Schnürbündelchen reingemacht. Das ist jetzt keine besondere Schnur, das ist einfach irgend so eine Outdoor-Schnur. Und ganz hinten drin finden sich dann noch ein paar, ja, ein Stückchen Heißkleber von der Heißklebepistole. Den kann man auch mit dem Feuerzeug anflammen und damit irgendwas festkleben. Irgendwelche Dinge, die ein Loch haben, zum Beispiel flicken. Und ein paar solche Tüchlein, die man als Zunder oder halt eben zum Desinfizieren von irgendwas, was man gerade desinfizieren möchte, auch eine Klobrille zum Beispiel, ganz gut hernehmen kann. So. Blub, 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 blub. Zack, zack, zack. Naja, nicht so schön, aber legen wir das da nochmal hin. Das da, ach nee, das gehört ja hier hin. Und damit da Ordnung herrscht und ich nicht hinterher wieder die Hälfte vergesse oder was, wieder einzupacken. Da muss gleich Ordnung herrschen. Also normalerweise bei mir ja nie, aber in diesem Fall jetzt schon. So, dann haben wir noch diese Seite. Da habe ich hier einmal das auch
soeben mehr oder weniger geschenkt bekommene runde Feuerzeuglein. Da tut es auch jedes andere, aber das gefällt mir schon sehr gut. Das ist auch wieder befüllbar, da muss man sich auch nicht so Gedanken machen. Oh, das kostet immer Geld. Jedes Mal, wenn ich mein Feuerzeug anzünde, kostet das Geld, beziehungsweise verbraucht es mein geliebtes Feuerzeug und dann muss ich es irgendwann austauschen. Tut ja auch nicht weh, aber im Grunde, das Ding gefällt mir halt jetzt einfach. So, dann ist hier ein Feierstielchen mittlerer Größe. Der ist auch schon ein paar Mal im Einsatz gewesen, ist nicht der allerbeste, er reicht im Regelfall aber aus, wenn man gute Bedingungen hat zum Feuermachen, etwas Panzertape. Und mein Kershaw-Messer, Skyline nennt sich das Ding. Im Prinzip ist das schon ein durchaus etwas teureres Messer, ausnahmsweise mal, ich habe ja sonst immer gerne Opinels im Einsatz. Ich benutze das nicht mehr so oft, weil ich eben sehr gerne Opinels im Einsatz habe. Das ist aber immer noch sehr, sehr, sehr scharf. Einziger Nachteil, mir ist mal irgendwann die Spitze abgebrochen, weil ich es ein bisschen zu sehr übertrieben habe. Das kann dann halt eben mal passieren. Aber da das halt eben schön flach ist und hier super reinpasst, habe ich gedacht, nehme ich dann doch das hier mit. Hatte noch über diverse andere Messerchen nachgedacht, unter anderem eben auch das. Das hänge ich mir vielleicht an den Schlüsselbund oder hänge es mir so an die Hose. Ich finde da schon auf jeden Fall noch irgendeine sinnvolle Verwendung für. Oder in die Überlebensdose. Das ist ja einfach nur zum immer dabei, zum im Rucksack unten drin liegen haben. Ne? Das ist kein Survival-Kit. Das ist nicht als solches konzipiert, sondern da sollen einfach nur ein paar nützliche Dinge, die man so gebrauchen kann, drin sein. Auch wenn es im Prinzip damit auch Zeug enthält, was in einem Survival-Kit sicherlich auch drin sein sollte. Ne? Aber das ist auf jeden Fall ein voll einsatzfähiges Messer, mit dem man so ziemlich alles machen kann, was man auch mit einem Opinel machen kann. Halt Holzspalten halt nicht, aber ich brauche ohnehin ganz selten mal wirklich was zum Holzspalten. Wer gerne Holz spaltet, das ist ja alles okay, aber ich persönlich, ich brauche das so gut wie nie und deswegen komme ich auch wunderbar mit einem Messer zurecht, dass das nicht kann. Und es passt halt hier einfach gut rein. Ein Opinel, ja, das wäre halt schon zu dick. Dann ist die Tasche voll. Also man kriegt es zwar rein, aber nimmt arg viel Platz weg. Deswegen habe ich mich halt für das entschieden. Das hier wäre auch noch eine Alternative gewesen. Allerdings, wenn man das in diese Gurtdinger reinsteckt und hier hat es einen Gurtschneider, dann ist das ein bisschen unpraktisch. Und ganz ehrlich, wenn ich nur ein Messer dabei haben darf, angenommen jetzt, also hier drin zumindest, dann nehme ich schon wirklich mein gutes Kershaw, das halt echt auf was taugt. Und das hier bleibt dann halt so ein kleines Freizeit-Messerchen. Auch wenn mir das wirklich super gut gefällt, aber ja, da liegen halt einfach ein bisschen qualitativ dann schon noch gewisse Unterschiede dazwischen. Und man kann mit dem Ding fast alles machen. Hiermit kann man wirklich alles machen, außer Holzspalten. So, aber nochmal, vielen herzlichen Dank für dieses Messerchen. Das gefällt mir prima. Nur ich hoffe, das ist in Ordnung. So, und hier unten hinten drin ist noch eine Rettungsdecke. Das, was hier so grün schimmert, ist eine grüne Rettungsdecke. Und deswegen auch die ganzen Schnurmaterialien, um sich dann quasi mit der Rettungsdecke theoretisch auch ein Shelter bauen zu können, wenn ich halt dazu dann mal Lust habe. Ja, und das war es dann aber jetzt auch, was hier drin ist. Und dann kann ich es jetzt auch wieder zumachen. Natürlich in die andere Richtung, sonst fliegt nämlich das ganze Zeug raus. Und dann stellen wir fest, überraschenderweise, auch wenn das wirklich fett ist, geht das Ding noch relativ gut zu, ohne dass man sich jetzt auch unglaublich überanstrengen muss. Und lediglich muss ich mir halt wirklich noch irgendwas einfallen lassen, was ich hier vorne eben in diese Fronttasche, hoppla, sinnvollerweise dann noch reinpacke. Noch ein Messer. Passt das da eigentlich noch rein? Das würde gehen. Das wäre gar nicht mal schlecht, weil das Messer ist gut darin, diese Tasse aufzumachen. Ich glaube, ich lasse das vorläufig da mal echt so drin. Man kann ja auch nie genug Messer dabei haben. Ständigkeit halber noch den dazugehörigen Rucksack. Und da bin ich jetzt eigentlich seit ich ihn habe, kaum mit einem anderen Rucksack unterwegs, es sei denn, es erscheint mir wirklich mal unangemessen, mit einem Bundeswehrrucksack aufzutauchen. Weil es gibt halt schon alle Leute, die wissen, dass das ein Bundeswehrrucksack ist. Und es gibt Situationen, in denen möchte ich einfach nicht mit Militärklamotten oder Militärausrüstung auftreten. Also würde ich in die Kirche gehen, würde ich zum Beispiel nicht diesen Rucksack mitnehmen. Ist nicht so, dass ich in die Kirche gehe, aber wenn, dann. So. Wer den noch nicht kennt, ganz kurz, das ist der Bundeswehr-Kampfrucksack Klein, auch Jägerrucksack genannt.
Manche Leute behaupten auch, es wäre der Gebirgsjäger-Rucksack. Es ist schwierig herauszufinden, was nun exakt die korrekte Bezeichnung ist. Wer das ganz genau weiß, ich wäre für einen entsprechenden Kommentar dankbar. Bei mir hieß das Ding immer Kampfrucksack. Bei mir bei der Luftwaffe, wohlgemerkt. Also Streitkräftebasis, Abteilung Luftwaffe, so um es genau zu nehmen. Wie dem auch sei, jedenfalls hatten wir in der Grundausbildung immer nur diesen dabei, den großen Kampfrucksack, der halt eben da unten noch eine aufgesetzte Tasche hat, viel größer ist er dann auch nicht mehr, den hatten wir nicht. So, und ich habe den jetzt dahingehend gepimpt, auch war auch ein Geschenk, vielen Dank nochmal, dass hier noch so Schlaufen sind, mit denen man verschiedenes Material auf dem Deckel befestigen kann, zum Beispiel eine Jacke. Theoretisch passt auch ein riesiger Schlafsack drauf. Geht. Ist ein bisschen kompliziert beim Tragen und nicht unbedingt von der Aerodynamik und Ergonomie besonders vorteilhaft, aber gehen tut das schon. Hat man also so einen Rucksack, Schlafsack oben drauf, eine Isomatte zum Beispiel unten dran. Hier hat es nämlich auch noch so Schläufelchen, wo man sich noch Schnüre oder irgendwelche Bänder und irgendwelche Befestigungsmöglichkeiten festmachen kann. Und dann kann man auch noch unten was dranhängen. Hat man also dicken Schlafsack unten drauf und das Isomatte unten drauf. In der Mitte vielleicht noch ein Tarp, noch ein bisschen was zu essen, einen kleinen Kocher. Und man kann eine komplette Übernachtung problemlos mit diesem kleinen Rucksack organisiert bekommen. Wenn man das möchte. Ich möchte das in der Regel nicht so oft. Da nehme ich schon gerne einen etwas größeren Rucksack, weil ich habe sie ja. Aber theoretisch geht das. Und ich mag es nicht, wenn Sachen außen am Rucksack hängen. Außer jetzt irgendwelche kleinen Dinge, wie halt eben jetzt eine Baumarktplane, ein Tarp, was man sich hier oben, das geht gut. Das geht gut. Man könnte sich theoretisch, wenn man eben große Dinge transportieren möchte, auch hier drauf jetzt nochmal was Großes drauflegen und das mit dieser Klappe, mit dieser Lasche quasi fixieren. Nehmen wir das Ding. Da komme ich dran, wo das alles runterfällt. Ne? Das legt man sich dann quasi hier drauf. Macht das da drüber, macht das hier entsprechend fest und wenn es jetzt dick genug wäre, wäre es so fixiert. Also Grundprinzip ist, glaube ich, verstanden. Also man hat schon viele Befestigungsmöglichkeiten mit diesem Rucksack, auch wenn es wirklich nur ein sehr einfacher Rucksack ist. Denn kommen wir zum Innenleben. Das Hauptfach besteht einfach nur aus einem Sack. Fertig, aus. Und was kann der Sack? Nix. Es ist ein Sack. Man kann Dinge reinwerfen. Fertig. Das war's. Der hat theoretisch 25 Liter. Das glaube ich auch ganz gut, dass das auch hinkommt. Und was habe ich da jetzt unten drin liegen? Neben diversen Dreck noch ein kleines Päckchen Taschentücher und den zweiten Wasserbeutel. Ne? Und der ganze andere Kladderadatsch, der kommt da jetzt einfach irgendwie, das baue ich gleich noch zusammen, reingeschmissen. Wasser muss noch rein. So und fertig. Noch eine Besonderheit, der Rucksack ist nur dann bequem zu tragen, wenn man als Rückenversteifung eine Bundeswehr-Mehrzweckunterlage hineingepackt hat, ne? Auch Bundeswehr-Isomatte genannt, die dient dann der Rückenversteifung und dann lässt er sich auch super gemütlich tragen. Mit dem Nachteil, das ist objektiv gesehen schon ein Nachteil, wenn ich mich daran gewöhnt habe, dass der Rücken so aussieht. Ne? Zwei schöne, stabile, super robuste und auch gut gepolsterte Schulterträger. Es gibt keinen Bauchgurt. Es gibt schon einen Bauchgurt. Nur sitzt der bei mir halt nicht am Bauch, sondern mehr oder weniger auf dem unteren Brustbereich, so ungefähr auf der Höhe, wenn ich den zumache. Also man kann damit den Rucksack noch zusätzlich fixieren, wenn man zum Beispiel rennen möchte. Das funktioniert ganz gut. Man kann mit dem Ding dann sehr gut rennen. Ich habe den teilweise sogar schon beim Joggen dabei gehabt und aufgehabt, weil ich längeres Vorhaben hatte und viel Wasser mitnehmen wollte. Aber, und jetzt kommt's, dadurch, dass das einfach halt nur so eine Rückenplatte ist, liegt der komplette Rücken da an und man schwitzt sich halt dumm und dappig, was den Rücken angeht. Das ist also sicherlich ein Faktor, der bei diesem Rucksack noch Beachtung finden müsste. So, und dann, wie all die modernen, taktischen, militärischen Rucksäcke, die man so haben kann. Ich persönlich mag die nicht. Es ist ja in Ordnung, rennt damit so viel rum, wie ihr wollt. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich persönlich mag die aber gar nicht. Aber wie jeder vernünftige taktische Rucksack hat auch der hier einen Klettstreifen, wo man was dran kletten kann. Da kann man sich jetzt Bushcraft draufschreiben, auch wenn es mir völlig unklar ist, wozu das gut sein soll. Oder man bekennt Fahne oder Flagge und nimmt sein gutes, altes, dienstlich geliefertes Namensschild
was wichtig ist beim Militär, weil jeder so einen Rucksack hat und du keine Ahnung hast, welcher ist deiner, wenn nicht dein Name draufsteht. Das ist oft vorgekommen, dass man mal aus Versehen den falschen Rucksack gegriffen hat. Ich nie, mir war das immer wichtig, dass ich meinen Rucksack habe. Weil ich ja genau weiß, was drin ist und das wurde immer befohlen, was drin sein soll, aber das war immer nicht drin. Beziehungsweise, es war schon drin, aber da war noch mehr drin. So leckere Dinge zum Beispiel. So, und das ist im Prinzip, wenn man es so nennen möchte, mein EDC-Rucksack. Also ich gehe zur Tür raus, ich habe vor, länger wegzubleiben, dann nehme ich den Rucksack mit. Dann schmeiße ich mir noch eine Flasche zu trinken rein, beziehungsweise, das habe ich vergessen zu sagen, es gibt ja noch so zwei kleine Seitentaschen hier. Da passt mit Ach und Krach so eine Flasche rein. Keine Schleichwerbung. Und auf der einen Seite habe ich klassischerweise die Regenhülle zum Rucksack noch drin, seit ich die besitze. Auch das war ein Geschenk. Vielen herzlichen Dank. So, das Gute ist, jetzt ist der Rucksack so durchstrukturiert und so durchgeplant, dass ich den problemlos euch zeigen kann und das Konzept erklären, ohne dass ihr mir schon wieder irgendwas schenkt, damit ich meinen Rucksack erweitern kann. Weil jetzt ist gut. Jetzt ist, ne? Mehr wäre jetzt Unsinn. Das ist jetzt perfekt. Also für mich persönlich optimal abgestimmt. Könnt ihr mir jetzt nichts mehr schenken in dieser Hinsicht. Ha! Haha! 10 Punkte für Ben. Ja. Einfach so als Idee. Vielleicht findet irgendjemand das ja lustig und unterhaltsam. Und meine eigentliche EDC-Dose, wer die vermisst hat, dieses Teil, das ist ja nicht zum im Rucksack, sondern für die Beintasche, die ich an dieser Hose jetzt nicht habe. Aber normalerweise kommt das in die Hosentasche. Also das soll ja gar nicht in den Rucksack. Ich gebe zu, manchmal transportiere ich es auch mal im Rucksack. Aber eigentlich ist das gedacht zum in die Hosentasche stecken, dass wenn der Rucksack aus irgendwelchen Gründen gerade nicht am Mann ist, man trotzdem eben noch eine gewisse Notausrüstung mitführen kann. So, das ist das Grundkonzept, das kann man sich noch alles viel besser überlegen und viel besser durchdenken. Das ist bei mir auch zu 50% Spaß. Zu 30% ist es einfach hilfreich im Alltag, weil man irgendeine Kleinigkeit gerade nicht dabei hat oder weil man einfach Lust hat, im Wald sich jetzt mal einen Tee zu kochen oder einfach mal ein Feuerle zu machen und jetzt hat man ums Verrecken den Feierstil vergessen oder will nicht den teuren Feierstil im Messer hernehmen und dann hat man halt die Dose dabei und dann nimmt man halt schnell, was da drin ist, weil sich das ganz gut alles austauschen lässt, darauf habe ich auch Wert gelegt. Oder ich war so dämlich und habe keine Taschenlampe dabei, bei der noch Batterie drin ist. Dann habe ich hier halt nochmal eine Notersatztaschenlampe drin und so weiter und so weiter und so fort. Das ist einfach nur so von der Grundkonzeption her, wie das Ganze eigentlich gedacht ist. Ne? So, jetzt kann man das natürlich noch sich viel besser durchdenken und viel besser strukturieren. Und gerade was so ein richtig durchgeklügeltes System zu, was hat man im Rucksack, was hat man in der Hosentasche, was hat man vielleicht, weiß ich nicht, noch im Auto und irgendwie so weiter und so fort angeht, da würde ich dann empfehlen, beim guten Tactical vorbeizuschauen. Der hat sich da nämlich erheblich mehr Gedanken gemacht als ich und bei dem ist das auch besser durchdacht. Also ich mache es ja nur aus Jux, mehr oder weniger. Also wirklich die Hälfte ist einfach, ich habe Spaß dran, mir da so ein bisschen was zusammenzustellen. Ich habe gern was Eigenes. Ob das das Nonplusultra ist, das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Man kann sich da sicherlich noch mehr Gedanken machen. Zum Beispiel, und das hat halt eben der Kollege durchaus getan, hiermit schafft man es noch zurück. Zudem, mit dem schafft man es dann zurück nach Hause. Zum Beispiel, aber einfach so generelle Überlegungen. Das muss jetzt gar nicht so sein, aber einfach nur damit ihr wisst, so durchdacht ist das bei mir jetzt auch nicht. Es sind einfach nützliche Dinge, die ich gerne mit mir rumschleppe, weil ich weiß, die kann ich immer mal wieder brauchen. Das ultimative Survival, was auch immer, System ist es sicher nicht. Ne? Also das nochmal, es soll Spaß machen. Das ist der Hauptsinn und Zweck der Veranstaltung und wenn es doch mal nützlich werden sollte, oh, ist ja auch nicht schlecht, ne? So, ich glaube, damit habe ich dann alles gesagt und wünsche einen schönen Abend. Macht's gut!